Tagesprogrammpunkt. Wir haben hier Thomas Horsch und Ole Werner, die ihr sicherlich gut kennt oder wiedererkennt. Wir machen gleich einen kleinen Trainer-Talk. Das wird so aussehen, dass ich zwei Einstiegsfragen stelle und danach die Klappe halte und ihr dann die Möglichkeit habt, die Fragen zu stellen, die ihr gerne stellen wollt. Jenny hat gleich dann schon das Mikro sozusagen bereit und wenn ihr euch meldet, wird sie zu euch kommen, dann könnt ihr nämlich die Fragen stellen. Wenn ihr wollt, kommt doch einen Schritt nach vorne. Ja, fangen wir doch mit dir an, Thomas. Die Vorbereitung hat jetzt gerade bei euch begonnen. Ihr seid da noch ein Stück zurück, wenn man das mit den Männern sozusagen vergleicht, aber eure Saison beginnt auch einfach ein bisschen später. Was sind denn so die Inhalte, die jetzt quasi als erstes auf dem Tagesprogrammpunkt stehen? Worum wird es jetzt in den nächsten Tagen und Wochen gehen? Ja, moin zusammen. Für uns geht es darum, dass wir unsere Neuzugänge integrieren können. Und wir warten ja noch auf zwei neue Torhüterinnen, die wir noch von der Weltmeisterschaft weg verpflichtet haben. Die eine ist gestern ausgeschieden mit der Schweiz, die andere spielt am kommenden Wochenende noch mit Kolumbien. So, dass wir ein paar Neuzugänge vor Ort haben, die wollen wir integrieren. Ansonsten sind es athletische Dinge, die wir vorantreiben wollen. Wir haben schon zwei Testspiele gehabt gegen Hennstedt-Ulzburg, 1-0 gewonnen gestern, gegen Borussia Mönchengladbach, 4-2 gewonnen. Und so versuchen wir so langsam in den Rhythmus zu kommen und starten tatsächlich erst Mitte September, sodass wir noch Zeit haben und diese Zeit auch nutzen wollen. Vielen Dank. Moin Ole. Ja, moin. Bei den Herren schaut es ja ein bisschen anders aus. Wir haben jetzt eine lange Zeit der Vorbereitung hinter uns, das Zillertal, einige Testspiele, gestern in Straßburg, zwei Spiele. Wie schaut so deine Bilanz aus dieser letzten Wochen? Mit welcher Einstellung gehst du ins Pokalspiel nächste Woche? Na, erstmal ist es so, dass vom Ablauf der Vorbereitung, anders als im letzten Sommer, alles reibungslos gelaufen ist. Ich glaube, im letzten Jahr haben wir es erlebt, dass das eine oder andere Testspiel manchmal aus Sicherheitsgründen verlegt wurde kurzfristig, vieles auch ohne Zuschauer stattfinden musste. Das war dieses Jahr komplett anders und speziell jetzt auch in Straßburg war es für uns nochmal wichtig, wieder einen Rahmen zu haben, der dann auch ein Ligaspiel, ein Pokalspiel sehr nahe kommt. Das war gegeben, zum einen aufgrund dessen, dass dort 10.000, 12.000 Zuschauer waren, aber vor allem auch